Wir sind eigentlich schon übers Richtfest hinaus, aber heute feiern wir. Und zwar, dass wir es in diesem einen Jahr, dass wir uns dafür Zeit genommen hatten, wirklich geschafft haben, vom Grundstein bis zum Dachfirst zu kommen. Und das ist tatsächlich oft in Frage gestellt gewesen. In 16 Monaten ist April 2019. Dann wollen wir das Haus eröffnen. Das ist mindestens so ambitioniert wie vor einem Jahr die Ansage, im November wollen wir Richtfest feiern. Und ich bin aber voller Zuversicht, wenn ich heute die Menschen sehe und wenn ich heute die Gespräche rekapituliere, die ich hier geführt habe, dass alle alles tun werden, dass das gelingt. Ja, es ist ein großartiger Tag. Ich freue mich zusammen mit der Klassikstiftung, mit den Geldgebern, Zuwendungsgebern, mit der Bevölkerung, dass wir endlich dieses Richtfest feiern können, dass wir diesen großen Schritt machen können, dass wir auch ins Gebäude hinein können, dass wir die Führung machen werden. Weil es ist natürlich nach außen erstmal so ein sehr einfaches Gefüge, aber wenn man dann hineinkommt, dann merkt man schon, dass es einfach ganz, ganz tolle Räume sind. Und insbesondere die Lufträume zusammen mit den Treppen haben einen sehr schönen Einklang und ja, ich bin einfach unglaublich glücklich. Es ist ein schöner Tag, ganz viele Leute hier, wirklich überall her. Und ich finde, wir sollten jetzt auf dieses Gebäude und auf dieses schöne Ereignis und auf die gute Perspektive mal ein Glas Bier trinken. Zum Wohl.